Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Sammle Nahrung innerhalb einer Minute. Dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein, ne? Gehen wir kurz dahin. Dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. Wenn ich jetzt überlege, okay, es könnte das Problem sein. Ich warte jetzt auf jeden Fall diese paar Sekunden noch ab. Dann sammle ich ein. Und dann versuche ich den Tempomodus. Wenn ich das hinkriege, bin ich glücklich. So. Ja, danke, dass ich Zeit verliere, Spiel. Ich liebe es, Zeit zu verlieren. Okay, jetzt noch einmal. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Komm schon, komm schon, komm schon. No, das gibt's doch nicht. Kommt da doch noch so ein Skorpion raus, ey. Du Dreckiger. Okay, wir versuchen es morgen nochmal. Das hat keinen Sinn. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wieso kommst du mit 3 Red wieder? Naja, immerhin ein Red Scorpion überlebt. Ah klar, wegen deinem E-Wert. Er verbraucht kaum Red, deswegen. So, du hast ein bisschen was mitgebracht, Magisas. Ein Braminleder, 2 Schaufeln und 1 Kamera. Nice. Der Vault Explorer. Er ist Stufe 15. Naja. Gut, besser als gar nichts, ne? Also, muss man sagen, und er bringt was für die Vault mit, sogar eine Waffe. Ja, Mensch. Nice. Dann haben wir, zack, noch einen Vault Explorer. Der hat es auf 21 geschafft und er bringt sogar ein Braminleder mit. Und da haben wir den letzten Vault-Bewohner, der müsste eigentlich höher sein. Oder er bringt nichts mit. Das kannst du ja voll vergessen. Naja. So, Spielschuhfeuerprobe können wir auch vergessen. Oh, ein Plasmagewehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Pasco. Ihr müsst euch gerade vorstellen, Pasco arbeitet gerade an seinem rostigen Plasmagewehr. Tja, und was gibt's jetzt zu holen? Ein Plasmagewehr. Ja gut, ich glaube, das ist ein bisschen teurer, ne? 3 Mikroskope und 3 Globusse. Der Flammenwerfer ist aber auch nicht schlecht. Wieso hat den keiner genommen? Gut, der ist langsam, kann ich verstehen. So, gucken wir uns mal den Unterschied an. Das ist Plasmagewehr. Wo haben wir es denn? Hä? Ah, ich finde niemals die Sachen. Das ist unglaublich. Da, das Plasmagewehr. Hä? Achso, da, rostiges Plasmagewehr. Es ist genau so teuer. Oh mein Gott. Es macht einfach keinen Unterschied und macht 0,5 Schaden mehr. Oh, es tut mir leid, Pasco. Das ist ja ungünstig, muss ich sagen. Ich meine, es ist verschmerzbar, definitiv. Aber es ist schon irgendwo ein bisschen scheiße. Wer bist du? Cynthia Walker, alles klar. Also, legen wir erstmal los hier. Shop Brooks. Du musst noch Ausdauer auf 10 trainieren. Das heißt, wir gehen mal in die Werkstatt. Oh, nee, in die Sporthalle. Und nehmen von Pasco nochmal 1000 weg. Remove Money. So. Dann haben wir Mrs. Handy. Die möchte gerne auf 6 erstmal trainieren. Das war einiges vor, meine Liebe. Ja gut, fangen wir an. So. Mrs.
200 wird dir erstmal abgezogen. Nice. Jetzt kannst du da arbeiten. Und mir wurde gesagt, ich habe meine 1000, also als ich auf 10 gegangen bin, nicht abgezogen. Crazy. Muss ich nochmal gucken heute Nacht. 02, das geht klar. Just Mike, Ben Dover und die 8. Ist okay, trainier das. Also, da haben wir bestimmt noch Platz für dich. Da haben wir bestimmt noch Platz. Ah, dich habe ich gesehen, Junge. Setz dich hin, mach Platz. Du auch. So. Da läuft noch einer durch die Gegend. Oh! Nice. Okay, es geht voran, Leute. Es geht voran. Das ist meine Wenigkeit. Ich gebe ihm jetzt diese wunderschöne Kleidung. Tada! Ich kann rausgehen! Ja! Yeah. So! Wo ist mein alter Charakter? Da! Gib mir den ganzen Rotz mal her hier. Seltene Ausrüstung. Wir brauchen nicht den Rotz. So! Da bin ich! Es geht los! Es geht los! Hatte ich ein Gauss-Gewehr? Ich hatte ein Gauss-Gewehr. Ich bin schon guter. So, ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben und mir ein paar Stims gekauft, damit ich jetzt ordentlich losziehen kann und mir die Lunchbox sichern kann. Zack. So. Und einen davon. So, und zeitgleich schicken wir mal den Rest raus. Zero-Penner, du wirst doch umbenannt. Hosenkobold. Du bist auch fit, ne? Du bist fit. Hosenkobold, du bist fit. So, dann gehen wir raus. Dann haben wir hier Kara. Glaube, du hast hier nichts vor, ne? Quizmeldung. Alles klar. Kara, du kannst rausziehen. Ich mal raus und freu dich. Dann gehe ich nochmal kurz in die Werkstatt. Lalalala. Okay. Sporthalle. Hosenkobold. Wait a second. Kann ich dich doch wegschicken? Nein. Du hast E auf 2. Du möchtest E auf 6. Alles klar. Habe ich sonst noch jemanden vergessen? Pasco möchte Beweglichkeit. Pyro möchte Beweglichkeit auf 4. Das kriegen wir auch noch hin irgendwie. So, Jason. Du brauchst noch ein bisschen Monkey Sass. Du brauchst auch noch ein bisschen. Du kannst aber heute bestimmt noch raus. Aber ich kann dich eigentlich direkt gleich rausschicken. Pyro. Okay. Hosenkobold. Warte eine Sekunde. Ganz kurz. Wer macht jetzt die nächste Quest? Questanmeldung. Fallout Boy und Pasco. Alles klar. Wo ist denn der Pasco? Wo haben wir den Pasco? Pasco. Da ist er doch. Ja klar, er hat die Waffe hergestellt. Die kriegst du natürlich auch. Oder hast du schon? Hast du dein Gauss-Gewehr für die... Achso, ja gut, das ist 0,5 mehr Schaden. Aber hättest du einen Tag gewartet, mein Freund Pasco, hättest du einen Schaden mehr gehabt, anstatt 0,5. Ja, ich muss sagen, ich liebe Schadenfreude. Also wundert euch nicht, wenn ich gerade innerlich strahle. Ich habe keinen Redaway zu mir genommen. Nein, ich freue mich einfach nur. So, wer läuft hier noch durch die Gegend? Reiner Zufall. Okay, reiner Zufall. Ich könnte dich hier kurz gebrauchen. Denn wir benötigen ganz kurz Stims. Ich will nichts verbessern. Haben wir noch Fallout Boy, der hier rumläuft. Dann haben wir hier noch der Löwe, der hier rumläuft. Gehen wir alle dahin. Ich kann euch kurz gebrauchen. Und wenn ihr Skorpione organisiert, habe ich auch nichts dagegen. Hier zum Beispiel, hier du. Organisier mal einen Skorpion, Joshua. Okay, wenn nicht, dann nicht. Warum kannst du rausgehen? Dann organisiert ihr doch mal einen Skorpion. Okay, gut. Bin so eigentlich sogar ganz gut, dass sie es nicht getan haben, weil jetzt kommt der Clou, die hätten Leben verloren und dann hätte ich aufs Maul von euch bekommen. Und das will ich nicht. Ich verrate euch mein Geheimnis. Ich mag es nicht, aufs Maul zu bekommen. Ich weiß, es hört sich seltsam an. Ist ja eigentlich ein tolles Gefühl, im Krankenhaus aufzuwachen und dann
erstmal vollgepumpt werden, zu werden mit Drogen. Ich bin gerade aufgewacht, Leute. Ich bin noch ein bisschen hyperaktiv. Wundert euch nicht. Ich bin ein bisschen waggy. So. E. Alles klar. So. Werkstatt, Sporthalle. So. Wir ziehen von unserem Hosenkobold insgesamt 300 ab. So. So. Perfecto mundo. Gut. Dann schicken wir als nächstes Schlangenaustreibung. Wollen wir noch warten? Aber wir werden nicht so viel benötigen. Glaube ich. So, Pasco. Und Fallout Boy, ne? Fallout Boy. Hallo? Geht doch. Fallout Boy, du bist noch nicht heil. Das ist, finde ich nicht in Ordnung von dir, dass du hier halb tot rumstehst. Na, kriegen wir noch ein paar Stimps. Komm, Tempo-Modus. Ach, da funktioniert's nicht. Ah, es sind nur Kakerlaken. Schade. Schade, schade, schade. Was mich hier besonders ärgert, ist hier diese Witzfigur hier. Das kriege ich nicht hin. Ich kann zweimal sammeln innerhalb von einer Minute. Das würde mir aber nicht helfen. Und ich muss 6 Waffen sammeln. Und ich habe es wieder ich habe es einfach wieder verkackt. Ich hätte es schon schaffen können. Ich hätte es schon 10-mal schaffen können. Oh, den Namen muss ich noch ändern. So, ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Wir haben keine 5, noch 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11. Und ab sofort gibt es für euch auch diese 12 zu nehmen. Mein alter Charakter, mein alter Ego. Kannst du irgendwo arbeiten, wo du nützlich bist? Nein, du bist unnütz. Hier, geh mal da hin. Ja, du hast ja eine besondere Farbe. Ich muss auch meinen Charakter jetzt wieder anpassen, neu anpassen. Und dann schauen wir mal. Und... Wait a second. Rüste das Techniker-Outfit bitte aus und dann kannst du Shock Green so machen, wie ich jetzt aussehe. Ist mein Hauptchar. Und mein jetziger Char bitte zurücksetzen. Möchte nicht. Alles klar. Ich sehe meine Konfusion jetzt. Du, geh mal dahin. Ich habe Dinge vor. Also, wo ist unser Shop Green? Wie gesagt, ich bin gerade erst aufgewacht. Mein Kopf ist noch nicht ganz vollständig da, aber ich habe es aus meinem Kopf rausgegraben. Dieser Shop Green, ja? Shop Green. Aber gut. Du bist halt noch keine Frau. So viel erkenne ich schon mal. Aber geh du dann eh trainieren. Das war I. Ich sagte E. So. Muss ich noch zu einer Frau machen? Werde ich noch machen. Gleich im Anschluss, damit ich es nicht vergesse. Ich muss die jetzt nochmal 300 abziehen. Wahrscheinlich hat sie gerade schon Panikmache gemacht. Im Chat, währenddessen sie die Folge hier gesehen hat und meinte, Zero, nein! Warum du Touren Sachen? Sporthalle. So. Jetzt haben wir dir insgesamt 500 abgezogen. Somit gehst du auf E5 mit deinem neuen Charakter. Und hier... Dich machen wir erstmal nackig. So. Und dann kriegst du die Nummer 13. Und ich soll die
diesen Charakter hier verändern. Ja, weißt du was? Dann geh mal kurz zum Friseur. Dann erspare ich mir die Mühe. Ich merke mir einfach lila Haar. Gut, die Farbe musst du mir eventuell nochmal sagen. Oder ich kann sie. Ich glaube, ich kann sie copy und pasten. Dann sollte ich sie noch nicht dahin schicken. Den chill mal hier. Da werden die Leute recycelt jetzt. Okay. So, sehr schön. Habe ich die beiden jetzt losgeschickt? Nein, doch nicht. Wir sollten das definitiv tun, damit wir auch den ganzen Scheiß hier fertig kriegen. Also, Fallout Boy und Pascalina. Ihr beide dürft losziehen mit einer Menge Sachen. Alles, was ihr verbraucht, wird euch abgezogen vom Geld. Das heißt, ihr solltet gefälligst gute Arbeit leisten. Stufe 21, Schaden 9 ist eigentlich ganz okay. Nö. Ihr macht das schon. Ich vertraue auf euch, dass ihr unsere Vault in diesem Event voranbringt. Und wenn nicht, dann schmeiße ich euch halt einfach raus. Nicht wahr, Mrs. Six? Du gehst jetzt mal arbeiten. So. Dann hätten wir dies auch erledigt. Was habe ich in meinen Notizen stehen? Ich gucke da viel zu selten rein. Boom. Also. Deadline möchte seine Laserpistole verkaufen. Haben wir eine Laserpistole? Erstmal kommt der Schüssel hier weg. Was ist für eine Laserpistole, Junge? Ich guck mal ganz kurz nach. Also, Deadline. Inventory. Andersrum. Inventory. Deadline. So. Du hast eine Laserpistole. Deadline. Krieg das mal gebacken. Rostige Laserpistole musst du schreiben. Rostige Laserpistole. Rostige. Er möchte sie einfach nur verkaufen. Das heißt, er hätte gerne irgendwie 8 Kronkorken oder so. Hat hier jemand eine Laserpistole noch dabei? Du, Zerotastisch. So. Dafür bekommst du 8 Kronkorken. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir schon mal dabei sind. Ich brauche diesen scheiß Sports-Fan-Outfit nicht. Es bringt mir Stärke. Nix. 100 Kronkorken, 80 Kronkorken für mich. Das ist doch in Ordnung. So. 8 Kronkorken. Ich hätte sie auseinandergebaut. Hätte ich wenigstens noch ein paar Ressourcen bekommen. Könnt ihr aufhören damit? Ich mag das nicht, wenn ihr das tut. Soll ich mal einfach mal probieren? Habe ich hier eigentlich noch Platz drin? Ach, kann ich gerade nicht sehen. Wegen diesen dreckigen. Ah, jetzt gehen die da noch rüber. Ich hasse euch. Gucken wir mal lieber den an, der demnächst eine Nuka-Cola, eine Lunchbox aus dem Ödland ziehen wird. Dieser hier, nette Kollege, der wird mindestens 1,5 Tage laufen, Leute. 1,5 Tage, ich schwör's euch. Und der bringt Zeug mit. Er muss Zeug im Wert von 2000 zurück. Ich habe meine Katze vergessen. Ich habe meine Katze vergessen. Ich muss Zeug im Wert von 2000 Kronkorken aus dem Ödland holen. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ich habe eine Katze. Die bringt mir 19% mehr Waffen. So. Ist natürlich scheiße, wenn alles nur normale Waffen sind. Verdiene ich ja keinen Cent dran. Es müssen blaue Waffen sein. Und dafür muss ich nun mal, ich glaube, einen Tag laufen. Ich glaube, wie um die, oder ein paar Stunden. Keine Ahnung, wie viele Stunden waren das, um blaue Waffen zu sammeln? 5? 6? Um den Dreh. Und dann sammelt man blaue Waffen. Und ich sammle 20% mehr blaue Waffen. Ich muss also entweder genug blaue Waffen finden, um sie an euch zu verkaufen, oder
Ich muss genug blaue Sachen finden, um sie an die Wall zu verkaufen, beziehungsweise auseinanderzubauen und den Schrott dann zu verkaufen. Ist natürlich alles reines Glücksspiel. Ja? Ich habe 2000 Kronkorken ausgegeben für 10 Stimpacks. Danke hier an dieser Stelle an Deadline, weil er immer alle Stimpacks kauft. Ich. Ne, weiß Bescheid. Wenn ich dich sehe, dann verprügel ich dich. Wieso laufen zwei Katzen durch die Gegend? Wo ist Ero? Komm sie heim, ich muss dich sowieso. 4 Minuten! Ja, okay, ich glaube, der lief ein bisschen länger als gedacht. Okay, komm. Dann können wir noch ein bisschen was machen. Ich muss aber kurz Mrs. Handy erklären, was los ist. Du hast einen neuen Jar, aber zuerst deinen alten genommen und dann erinnert, dass du einen neuen hast. Okay, damit haben wir das erledigt. Ich wollte noch Leute rausschicken, ne? Also, Lero, Monkey Sass. Wir gehen mal auf Stims. Ich glaube, da hat sowieso kein... Nee, Baxi ist der, der was eingetragen hat. Und das ist ja vorbei, ne? Oh. Das hätte ich sein können. Ich hätte das sein können! Ich war zu blöd. Verdammt. Verdammt. Das wäre es gewesen, wenn ich meine Katze genommen hätte, rausgegangen und dann hätte ich das hier bekommen können. Kara, eliminiere mal die Raider. Ich hoffe für dich, dass der erste Raum gratis ist. Ein bisschen was hast du schon verloren, aber du hast eine ordentliche Waffe. Das sind viele. Das sind viele. Oh, die macht sie fertig. Sie macht sie fertig. Ich hoffe für dich, dass da Stims drin sind. Du hast das verdient. So wie du den gerade fertig gemacht hast. Und das Einzige, was die haben, sind kleine Stöcker. Ja, der mit der Waffe muss sterben. Komm. Töte die mit der Waffe zuerst. Weil wenn da gleich Stims drin sind... Alter, den ist aber Geburtstag. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es mal jemand anderes als Lero ist. Oder meine Wenigkeit. Wobei ich mich natürlich noch mehr freuen würde, wenn es meine Wenigkeit gewesen wäre. Aber ich hab's das mit der Katze verkackt. Hätte ich es 5 Minuten später bemerkt und wäre da hingelaufen. Na gut, dann. Das wäre eine Sache gewesen. Komm, jetzt töte ihn. Ein Redaway. Das ist nicht gut. Aber zumindest kommst du mit einem Redaway nach Hause. Die sind nur zu dritt. Kannst du es noch... Ja, das kannst du schaffen. Aber easy Logger. Du musst dir nur ein bisschen Mühe geben. Wieso ist da eigentlich an deinem Bein so ein Sauerstoffding? So ein Filter. Braucht dein Bein einen Filter? Okay, puh. Aber ich vermute, gleich kommt ein Boss. Komm schon, Stims. Ja! Hier draußen leben wirklich Leute? Nee. Jetzt kommt der Boss. Sei gegrüßt, Kenner der feinen Vorkriegsküche. Möchtest du einen Blick auf die Karte werfen? Ja, ich bin auf der Karte. Oh, eigentlich nicht. Ich möchte dich töten. Ich bin nur hier, um was Leckeres zu schnabulieren. Tja, du bist, nicht das, was ich erwartet hatte. Oh, toll, ein Gourmet, wie protzig. So. Zweifellos. Immerhin bin ich ein Raider, trotz des feinen Gaumens. Okay. Töte den Boss. Also hast du gut gemacht. Du bist gut dabei. Das schafft sie. Das schafft sie. Und wenn hier irgendwas richtig Gutes dabei ist, dann freue ich mich für dich, Kara. Komm, töte den Boss. Rest ist easy. Rest wird richtig easy.
Ja, komm, komm, Kara. Kara, 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 komm. Scheiße, sie braucht zwei Schüsse wieder. Oh, was haben wir denn da? Ist das der Sieg? Ich glaube, das ist der Sieg. Stimmt's. 10? Das ist nicht gut. 446 Kronkorken. Das ist nicht gut. Nicht für mich. Ich ziehe gerade los, um 1,5 Tage rauszugehen. Und Madame ist mir ja voraus, ne? Also sie wird höchstwahrscheinlich nicht so weit... Was? 10 Stimpaks. Wie habe ich denn das geschafft? Ah, ich habe einen Trick herausgefunden, Leute. Wenn man mit einem Ödland ist und ein bisschen Handy in einem Raum ist, dann sammelt er unendlich Zeug. Und wenn du dann wieder kommst, sammelt er alles auf einmal ein. Das ist praktisch. So, Liz. Und Outfits. Und Outfits, Leute. Alter Schwede. Ja, okay, komm. Hol Kara ein. Du schaffst das. Nice. Verwerte 8 Waffen oder Outfits. Ja, habe ich doch gerade schon gemacht. Junge. Leute, zerlegt all eure Sachen bitte. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Ja, können wir auch machen. So, dann haben wir doch noch hier, ach, Shop Green, na gut. Boom. Du hattest ja die Waffe, habe ich recht? Ich glaube schon, dass du die Waffe hattest. Ich meine, ich werde es ja sehen, wenn ich es mir nachher nochmal angucke. So, Leute, ich würde sagen, wir haben tatsächlich heute alles hinbekommen. Wir haben eine Quest gefunden im Ödland. Dafür haben wir jetzt auch 1/2 Stunde verbraten. Das heißt, wundert euch nicht, wenn die Folge heute ein bisschen später kommt. Das Ganze hat ein bisschen viel zu viel gedauert. Eigentlich habe ich jetzt 2 Folgen. Ja, scheiß drauf, Leute. Freitagsfolge. Ich hau den ganzen Scheiß. Nee, Donnerstagsfolge. Scheiße. Okay, Leute, wir machen das so. Nein, schon. Scheiß drauf. Leute, wir sehen uns morgen. Ich gebe aus. Fühlt euch eingeladen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.